Danke, dass wir das treffen und zu diesem Event da, was wir heute wieder machen. Danke, ja. Den bitte mal den Bus, ja. Einfach auf die lange Seite. Hallo Lothar, danke, dass du heute gekommen bist zur Ampfiff zur zweiten Halbzeit. Deine Amtsperiode ist jetzt in der Hälfte und wir haben uns als Jugendforum Montafon natürlich ein paar Fragen noch überlegt. Und die erste wäre gleich, wie sagst du das Angebot von der offenen Jugendarbeit Montafon in deiner Gemeinde, im Ausser-Montafon, im Gegensatz zur offenen, zu den Angeboten von der Jugendarbeit zu Blödetz? Danke mal, dass ich heute da mit euch das diskutieren kann. Ich möchte nur gratulieren, was ihr momentan da machen mit dem Bus und so weiter. Aber deine konkrete Frage über die offene Jugendarbeit in Montafon und speziell in Lorenz. Da muss ich sagen, wir haben ein bisschen eine eigene Situation in Lorenz. Wir haben natürlich von der Jugendlichen her eine ganz andere Struktur. Wir haben eigentlich von 12 bis Mitte 20 nur 16 Jugendliche und da sind natürlich die Jahrgänge ganz unterschiedlich besetzt, also manchmal sind nur 2 und dann sind vielleicht 4 und daher ist natürlich die untereinander Möglichkeit im gleichen Jahrgang sehr beschränkt, aber ich finde, wir haben die Jüngeren gut besetzt, da haben wir eigentlich eine Jugendvertreterin, die Irene Batlock, die macht das hervorragend mit denen und die Älteren sind ganz spontan fähig, also die einen gehen Richtung Montafon, eher die meisten Richtung Blödetz raus, weil wir natürlich sehr nach Blödetz orientiert sind. Da. Ja, okay, wir haben jetzt gehört, dass es da nicht gerade so viele Jugendliche gibt, aber was könnte man jetzt zum Beispiel in der Jugendarbeit Montafon im Jam, Jugendtreff, machen, dass das ein bisschen attraktiver ist für die Jugendlichen aus Lorenz? Also ich möchte nicht sagen, dass ihr nicht attraktive Angebote haben, oder? Das passt, glaube ich, schon. Ich glaube, ich muss einfach noch mehr vielleicht das James, glaube ich, den ein paar Jugendlichen noch einmal transportieren, weil wir einfach von der schulischen Seite her, die gehen ja die meisten Richtung auswärts auch, eher nach Blödetz orientiert sind. Und daher ist vielleicht der Bekanntschaftskreis, wo sie haben, auch Richtung Blödetz. Und daher müssen wir vielleicht dort noch einmal nachschärfen, ob da nicht vielleicht die eine oder andere da euer Angebot wirklich anbieten. So, wir hocken jetzt da im mobilen Wohnzimmer und jetzt ist die Frage, das ist ja ein mobiles Wohnzimmer, wo könnte das in Lorenz stehen? Also das täte ich ganz eine tolle Aktion finden, wenn der einmal gehabt hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der entweder im Schulbereich oder beim Sportplatz tun sein könnte. Wenn man das ein bisschen organisiert, wäre da sicher, glaube ich, das Interesse da und man könnte glaube ich, gut ins Gespräch kommen. Also ich finde den Bus für uns, glaube ich, die offene Jugendarbeit mit dem flexiblen Wohnzimmer ganz toll und da könnte man auch vorstellen, dass man da die ersten Kontakte verbessern könnte und somit auch, glaube ich, mehr ins James hineinbringen könnte. Also bist du der Meinung, dass Montafon eine gute Investition in Art Jugendbeteiligung, Jugendtreff, mobiler Jugendtreff gemacht hat? Also das ist, glaube ich, für mich ganz eine tolle Investition und die ist, glaube ich, auch, dass man doch vor Ort gehen kann, wo wir eigentlich eine kleine Gemeinde sind, wo man einfach den Präsenz kann, wenn es vielleicht ist, wenn es mal ein bisschen eine Veranstaltung gibt, dass man das auch dort präsentieren kann. Das finde ich, glaube ich, ganz toll. So, jetzt noch eine eher allgemeinere Frage. Warum ist eigentlich Mitbestimmung und Jugendbeteiligung, also Mitbestimmung von der Jugendlichen natürlich, wichtig? Ich glaube, ich merke das auch in unserer Gemeindevertretung. Die Jungen haben einfach ein bisschen andere Gedankengänge und da wäre es, glaube ich, ganz wichtig, dass man die auch mitnehmen könnt und dass man die auch in den Entscheidungen einbetten könnt, weil ich glaube, wir sagen das vielleicht ein bisschen noch, wenn man so hart sagt, altmodischer als wir Jungen, die sind da viel offener für gewisse Zugänge und das wäre ganz wichtig, dass man die einbetten könnte. Und ich hoffe auch, dass in der nächsten Gemeindevertretungswahl auch vielleicht ein oder zwei Jugendliche bei mir zumindest einmal in dem Gremium dabei sein können, wo dann auch reinwachsen in das Gemeindevertretungsgremium. So, und jetzt, wenn du dir was wünschen könntest für die Jugend in Lorenz, du hättest alle Ressourcen, was es gibt, also ohne Rücksicht auf Geld, Zeit, Arbeit, Platz, was könnte man sich zu Lorenz vorstellen? Für die Jugend natürlich, oder für andere auch, aber hauptsächlich für die Jugend. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, wenn es nicht am Finanziellen jetzt liegt. Ich glaube, da wären wir sehr offen grundsätzlich schon. Wenn es
eine Räumlichkeit gibt oder wir haben leider Gottes kein Gasthaus mehr oder ein Jugendtreff oder so irgendwer, wo sich die auch mehr miteinander treffen und auch die Gedanken, die sie für das dörfliche Leben noch haben, miteinander verbringen und da auch die gesellschaftliche Aufgabe auch so wahrnehmen werden. Wir haben heutzutage einfach viel zu viele Möglichkeiten, dass so viele Events sind und die dann aufgesplittet werden. Und somit ist eigentlich dann, die Gefahr, dass eigentlich zu wenig Leute miteinander kommunizieren, da eigentlich im kleinen Dorf. Das wäre eigentlich schön, wenn es das geht bei uns. Gut, peinlich war als. Oh, das ist die letzte Gemeindevertretungssitzung, wo ich eigentlich bezüglich Befangenheit schnell etwas wissen haben müssen. Entspannung ist für mich? Mal umliegen und nicht tun. Ich lache bei? Wenn es lustig ist, wenn andere Orten einen Fehler machen. Meine schwerste Entscheidung war? Beruflich zu entscheiden, in welche Richtung ich gehe. Ich habe eigentlich immer Elektriker werden wollen, wenn es wohl kaufen ist. Und ich bin? Ab und zu streng und zu ernst. Gut, danke. Wir haben alle Fragen noch vorbei. Ich wünsche noch eine frohe zweite Halbzeit. Und ich bin froh, wenn sich das Jugendforum und die Gemeinde Lorenz noch öfters trifft. Ich möchte mich bedanken für das Gespräch und ich wünsche euch auch alles Gute, viel Erfolg da mit dem Bus und vielleicht treffen wir uns auch im Bus zu Lorenz einmal. Das würde mich freuen.